Wenn es um deinen Erfolg mit Frauen geht, dann ist dein eigener Verstand dein größter Feind. Und heute möchte ich dir einen Trick mitgeben, wie du dafür sorgen kannst, dass dein Verstand dir weiterhilft, statt dir immer Steine in den Weg zu legen. Schön, dass du wieder da bist hier am Samstag. Du hast ja vielleicht mitgekriegt, dass wir eine neue Herausforderung gestartet haben, nämlich die Meditationsherausforderung. Wenn du das nicht gesehen hast, erster Link in der Beschreibung, habe ich es nochmal verlinkt, ist das Video von gestern. Ja, die Herausforderung ist, 30 Minuten jeden Morgen zu meditieren. Und das ist auch so ein bisschen, oder leitet so ein bisschen in dieses Thema hier um. Nämlich, dass dein Verstand das größte Hindernis auf deinem Weg zum Erfolg mit Frauen ist. Wie meine ich das? Eigentlich ganz einfach erklärt, jeder, der da draußen unterwegs war und schon mal Frauen ansprechen wollte, kennt die Ansprechangst. Das ist so ein ganz klassischer Begriff, Ansprechangst. Und wenn man sich mal überlegt, wie Ansprechangst entsteht, dann ist es eigentlich ganz einfach gesagt. Denn du bist unterwegs, siehst eine Frau, die dir gefällt und dann kommen die Gedanken. Ja, dann kommt der Verstand und bringt Ausreden und bringt Bedenken, bringt Einwürfe. Das kann dann so aussehen wie, was soll ich sagen? Was ist, wenn sie negativ reagiert? Was denken die anderen Leute von mir? Was, wenn ihr Freund auf einmal auftaucht? Ich bin doch gar nicht gut genug. Ich bin doch gar nicht gut aussehend genug. Was würde ich denn überhaupt machen, wenn sie mich mag? Wie soll ich denn Nummern austauschen? Das weiß ich ja gar nicht, deswegen kann ich es nicht machen. Also dein Verstand produziert, oder ich habe gerade keine Zeit, ich muss schnell weiter. Dein Verstand ist super darin, unglaublich viele Ausreden zu produzieren, die dich davon abhalten, die Frau anzusprechen. Oder dein Verstand produziert irgendwelche Horrorszenarien, wo du dir vorstellst, wie die Frau dir eine ballert oder eine scheuert und deswegen sprichst du sie dann nicht an. Also wenn irgendetwas dich davon abhält, die Frau anzusprechen, dann ist es meistens dein Verstand. Was anderes kann es ja auch gar nicht sein. Ja, dein Verstand gibt dir entweder Bilder, Sätze oder Vorstellungen, die dich davon abhalten, die Frau anzusprechen, die dir gefällt. Ja, außer du brichst dir auf dem Weg zu der Frau irgendwie zufällig ein Bein, dann kannst du sie nicht ansprechen wegen deinem Körper. Aber normalerweise ist es immer dein Verstand, der dir da Steine in den Weg legt. Und das Markenzeichen von Männern, die nicht so den Erfolg mit Frauen haben, ist, dass sie viel zu viel in ihrem Verstand leben, viel zu viel mit ihrem Verstand identifiziert sind. Ja, ich habe zum Beispiel kaum Schauspieler oder Musiker bei mir im Coaching, aber eher Leute aus der IT-Branche zum Beispiel oder aus Berufen, wo man viel mit dem Verstand arbeiten muss. Ja, das sind Männer, die arbeiten viel mit Fakten, Daten und Zahlen. Damit können die sehr gut umgehen. Und deswegen sind sie sehr verstandesbasiert. Leider bringt ihnen der Verstand beim Frauenansprechen überhaupt nichts, sondern steht ihnen nur im Weg. Und jetzt möchte ich dir eine Technik mitgeben, die du benutzen kannst, um deinen Verstand in eine bessere Richtung zu bringen, wenn du Frauen erfolgreich kennenlernen willst. Aber das bezieht sich natürlich nicht nur aufs erfolgreich Frauen kennenlernen, sondern auf den gesamten Prozess mit Frauen. Es hilft dir natürlich an jeder Stelle, wenn dein Verstand dir da keine Barrieren oder Steine baut und in den Weg legt. Also, ich habe die Sache schon mal in einem anderen Video, das ich letztens rausgebracht habe, erwähnt. Und der magische Trick, die magische Sache, die du machen kannst, und das ist so simpel, aber es ist offensichtlich, aber es macht halt niemand, aber es ist super simpel, ist, dass du dir andere Fragen stellst. Die Art, also die Fragen, die du dir regelmäßig stellst, bestimmen, wie du dich fühlst, bestimmen, was du tust. Ja, also wenn du dich zum Beispiel fragst, also unbewusst fragst du dich in diesem Moment, hey, was könnte Schlimmes passieren, wenn ich die Frau anspreche? Das ist vielleicht keine bewusste Frage, aber du fragst dich das unbewusst. Und als Antwort bekommst du dann, oh nein, sie könnte mir eine reinhauen, nein, ihr Freund könnte kommen. Du stellst dir also die falsche Frage, du stellst dir eine kraftraubende Frage. Ja, das ist das Gleiche, wie wenn ich mich frage, warum bin ich nicht gut genug für Frauen? Ja, dein Verstand ist sehr gut programmiert. Dein Verstand gibt dir halt genau die Antwort, die du haben möchtest. Und wenn du deinen Verstand fragst, warum bin ich nicht gut genug für Frauen, dann kriegst du die Antwort darauf. Dann wird dein Verstand dir sagen, hey, deswegen bist du nicht gut genug für Frauen. Dann wirst du die Antwort bekommen und dann wirst du dich schlecht fühlen. Das ist eine kraftraubende Frage, denn sie bringt dir halt nichts. Eine kraftspendende Frage wäre zum Beispiel, was kann ich heute unternehmen, um meinen Erfolg bei Frauen zu erhöhen? Was kann ich unternehmen, um diese Frau kennenzulernen, da die mir gefällt? Das wäre eine kraftspendende Frage, denn die Antwort darauf würde dich in Handlung bringen. Ja, die Antwort wäre vielleicht, ich könnte hingehen und sie ansprechen, ich könnte hingehen und einfach mal nach dem Weg fragen und gucken, was passiert. Was auch immer du tust, es ist eine kraftspendende Frage, die dich in Handlung bringt. Und das ist schon alles, was du tun musst. Du musst, während du unterwegs bist und Frauen ansprechen willst, ganz, ganz aufmerksam sein, was dein Verstand da mit dir macht. Deswegen machen wir die Meditationsherausforderung, damit du ein Bewusstsein dafür bekommst. Ja? Wenn du etwas verändern willst, brauchst du erst ein Bewusstsein dafür und dann kannst du es verändern. Ja, wenn dir nicht bewusst ist, dass du ungesund lebst, kannst du es auch nicht verändern. Du musst es erstmal bewusst machen und das ist nicht immer angenehm. Ja, das erlebt gerade einer meiner Coaching-Teilnehmer.
dann kannst du es verändern, sonst geht es nicht. Deswegen, die Meditationsherausforderung ist dafür, da Bewusstsein zu schaffen, denn das brauchst du, wenn du unterwegs bist und Frauen ansprichst. Ansonsten kommt dein Verstand dir immer wieder dazwischen und wird dich immer aufhalten und es wird auch nicht aufhören. Deswegen musst du deinen Verstand kontrollieren lernen. Das werden wir tun. Es geht also erstmal, erster Schritt, ich werde noch in weiteren Videos weiter über dieses Thema sprechen, aber das Erste, was du tun kannst, ist, dir aktiv andere Fragen zu stellen. Wenn du unterwegs bist, wenn du Frauen ansprechen willst, achte aktiv darauf, was in deinem Kopf passiert. Du siehst eine Frau, die dir gefällt, und jetzt stell dir die Frage, was könnte ich tun, um sie anzusprechen? Oder was könnte Positives passieren, wenn ich sie jetzt anspreche? Oder zum Beispiel, was würde mir verloren gehen, wenn ich sie nicht anspreche? Ja, das sind auch Fragen, die du dir fragen kannst. Aber diese Fragen musst du dir halt aktiv stellen. Du musst die in deinem Kopf durchgehen. Ja? Und wenn du dich fragst, was könnte Positives passieren, wenn ich sie anspreche, dann stell dir das auch so vor. Überleg dir, wie du sie ansprichst, wie sie gut reagiert, wie ihr ein langes, cooles Gespräch habt. Du nimmst sie mit zu Starbucks oder zu Mc's und ihr trinkt noch einen Kaffee. Ihr versteht euch super. Dann fragt sie dich von sich aus, hey, wollen wir Nummern tauschen? Und sie schlägt ein Date vor. Dann trefft ihr euch zwei Abende später bei ihr zu Hause, kocht was zusammen und schlaft miteinander. Und dann kannst du dir auch noch vorstellen, wie irgendwann zusammenkommt, wenn du die Zeit hast. Also benutz deinen Verstand, denn du kannst ihn benutzen. Momentan ist es so, dass dein Verstand eher dich benutzt. Das wollen wir ändern dahin, dass du deinen Verstand für dich selbst, für deinen Vorteil benutzen kannst. Benutz deinen Verstand für die richtigen Dinge. Ja, also stell dir das vor. Frag dich diese Fragen. Was kann ich tun? Was kann ich sagen, um sie anzusprechen? Was kann ich tun, um jetzt zu ihr hinzugehen? Was kann ich tun, um jetzt den Mut zusammenzukriegen, zu ihr hinzugehen? Frag dich nicht, was könnte Schlimmes passieren? Warum bin ich nicht gut genug? Bin ich gut genug? Was könnte ich sagen? Was wäre das Schlimmste, was passieren könnte? Stell dir nicht diesen ganzen Quatsch vor, sondern stell dir das Gegenteil vor. Frag dich andere Fragen. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf diesen erfolgten Frauenteil, wie ich schon gesagt habe, sondern es bezieht sich auch auf alles andere. Ja, wenn du merkst, hey, ich habe geringes Selbstbewusstsein, dann sei dir sicher, du stellst dir die falschen Fragen. Wenn du dich permanent nicht wirklich gut mit dir und deinem Leben fühlst, dann stellst du dir die falschen Fragen. Du stellst dir die Frage, was fehlt mir in meinem Leben? Was habe ich alles nicht in meinem Leben? Warum haben andere das, aber ich nicht? Das sind alles kraftraubende Fragen, die du dir stellst, und die sorgen nicht dafür, dass du vorankommst. Weil wenn du dir diese kraftraubenden Fragen stellst, dann wirst du dich schlecht fühlen, und wenn du dich schlecht fühlst, dann hast du keinen Zugriff auf deine volle Energie. Na, ist ja klar, du kennst es sicherlich auch. Überleg dir oder denk mal an eine Zeit zurück, an irgendeine Situation, wo du dich richtig, richtig gut gefühlt hast. Hattest du da viel Energie? Konntest du Dinge machen zu diesem Zeitpunkt? Warst du motiviert? Warst du voller Energie, voller Tatendrang? Wahrscheinlich schon. Ja? Und jetzt denk mal an einen Zeitpunkt, wo du dich so richtig schlecht gefühlt hast. Richtig schlecht. Wie war es da? Warst du voller Tatendrang? Wolltest du unbedingt Dinge tun? Wolltest du raus in die Welt, Frauen kennenlernen? Wahrscheinlich eher nicht. Wolltest dich eher zu Hause verstecken und dich mit Fernsehen ablenken oder was auch immer. Ja, es ist also die Frage, was für Fragen stellen wir uns auf regelmäßiger Basis und rauben sie uns Kraft oder geben sie uns Kraft? Statt dich zu fragen, was habe ich alles nicht in meinem Leben, könntest du dich fragen, was habe ich alles in meinem Leben? Was fehlt mir noch in meinem Leben? Wofür bin ich dankbar in meinem Leben? Für welche Dinge, die bereits da sind? Ganz andere Fragen, die einfach nur deinen Fokus verändern und dich entweder in einen guten, positiven Ressourcezustand, resourceful heißt das auch, also dass du Ressourcen hast, dass du Zugriff auf deine Kraft hast, in einen kraftvollen Zustand bringen oder in einen kraftraubenden Zustand, wo dir die Energie fehlt und wo du dann natürlich auch keine Frauen ansprechen kannst. Ja, wenn du dich auf dem Weg zur Frau fragst, oh mein Gott, warum klappt es bei mir nicht mit den Frauen, dann wirst du dich scheiße fühlen und dann wirst du die Frauen nicht ansprechen. Wenn du dir aber vorstellst auf dem Weg zu der Frau, hey, was könnte alles Geiles passieren, dir das Ganze bildlich vorstellst, dir vielleicht sogar vorstellst, wie ihr rummacht, dann wird es einfach. Dann gehst du zu der Frau hin, dann gibt es keinen Widerstand und boom, du hast sie angesprochen. Und was dann dabei rumkommt, ist erstmal zweitrangig. Stell dir die richtigen Fragen, auch zum Beispiel, wenn eine Frau dir einen Korb gibt. Frag dich nicht, warum musste mir das wieder passieren, sondern frag dich, geil, was kann ich daraus lernen? Was kann ich daraus fürs nächste Mal mitnehmen? Das ist eine kraftspendende Frage. Werd dir deiner kraftraubenden Fragen im Umgang, im ganzen Frauenthema bewusst. Dafür ist die nächste Woche da. Dafür ist die Meditationsherausforderung da, damit du mehr Bewusstsein bekommst. Denn die meisten Menschen sind unfassbar nicht bewusst. Denen ist überhaupt nichts bewusst. Die kriegen überhaupt nichts mit. Und deswegen Meditation 30 Minuten nächste Woche jeden Tag. Erster Link in der Beschreibung. Schau mal vorbei. Wenn du noch Fragen zu diesem Thema hast oder Anmerkungen, kleine Geschichten haben, wo du selbst solche Dinge erlebt hast, in die Kommentare. Freue ich mich immer drauf, wenn ihr hier teilnehmt. Ich beantworte auch jeden Kommentar, außer blöde Kommentare, die in letzter Zeit auch manchmal kommen. Die beantworte ich dann nicht.
Ihr wisst, wer gemeint ist. Das war's für heute. Schön, dass du dabei warst. Hier links neben mir kannst du den Channel abonnieren. Unter mir kannst du dich für eine kostenlose Beratungssession bewerben, bei der wir herausfinden, wie wir deinen Erfolg mit Frauen steigern können. Und rechts in der Ecke kommst du zum Meditationsherausforderungsvideo. Ich hoffe, du bist da auch dabei. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.